Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück in meiner kleinen Chaos-Druckwerkstatt. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, ich wurde herausgefordert und darum geht's heute. Ja, und zwar hatte ich ja letzte Woche meinen Livestream am Samstag, wo wir uns eine Vase gedruckt haben. Mein Livestream wurde gecrashed und zwar von KisteBro. Und ja, er hat mich herausgefordert, eine Drohne zu bauen, zu fliegen, gegeneinander ein kleines Rennen zu machen. Was er natürlich nicht weiß, ist, dass ich schon einiges an Drohnenerfahrung habe, in Racing-Drohnen wie auch normale Drohnen. Ich habe da schon einige landesweite Wettbewerbe hier gewonnen. Nein, habe ich natürlich leider nicht, aber ich habe schon Drohnenerfahrung, so ist es nicht. Ja, ich bin selber schon ein paar Racing-Drohnen geflogen, kam aber, ja, will ich sagen, mit der Geschwindigkeit nicht zurecht, sondern es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie mit meiner großen TBS Discovery zu fliegen. Aber nun gut, jetzt hat er mich herausgefordert und wir haben uns da eine Drohne rausgesucht, die wir uns auch schon bestellt jetzt haben. Und zwar ist das die JJ Pro P130. Es ging ja darum, dass wir alle beide dieselben Voraussetzungen haben, heißt, dass die Hardware gleich ist. Bei dieser Drohne ist der Vorteil, da ist im Prinzip wirklich alles dabei, was wir benötigen. Da ist ein Controller bei, da ist die Fernbedienung ist dabei, sowohl auch der Sender und Empfänger. Es ist FPV dabei, das heißt, da ist eine Antenne drauf, da ist eine kleine Kamera drin, da ist ein Akku dabei. Also das Ding an sich wäre ready to fly. Wir haben uns noch eine Videobrille dazu bestellt, dass wir halt auch beide dann mit Goggle fliegen. Und ja, es geht jetzt aber nicht darum, dieses Ding hier zu fliegen, sondern es geht darum, sich selber daraus eine Drohne zu bauen. Das heißt, so wie man das jetzt hier sieht, sieht die eigentlich nur aus in dem Moment, wo wir die bekommen. Das heißt, wir schrauben die total auseinander und drucken uns dann jeweils mit unserem eigenen Drucker und unserem eigenen Filament eine Drohne und gucken dann, welche Drohne dann wahrscheinlich, keine Ahnung, am schnellsten fliegt sie sehr wahrscheinlich. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir einen kleinen Contest machen, wo ihr dann natürlich gefragt seid, welche Drohne sieht besser aus. Das würde ich sagen, lösen wir aber erst ganz zum Schluss auf, wenn wir uns dann wirklich mal treffen und die Drohnen beide beieinander haben. Dann machen wir so ein kleines Zuschauer-Ranking, um dann auch mal noch zu sehen, welche Drohne sieht besser aus, welche Drohne würde euch am besten gefallen. Vielleicht machen wir auch noch, ja, welche Drohne fliegt am längsten oder sowas, das muss man dann vielleicht mal noch gucken, aber im Moment ging es erstmal nur um das Rennen und sich selber eine Drohne aufzubauen. Da ich selber schon einige Drohnen gebaut habe, weiß ich natürlich ein ganz kleines bisschen, worauf es ankommt. Ich habe mir auch auf Thingiverse schon so ein paar Designs ausgesucht, wo für mich jetzt so in Frage kommen, aber das kann ich natürlich erst sehen und einschätzen, ob das wirklich was ist, wenn ich jetzt diese Drohne da habe, wenn ich die Komponenten auseinandernehme. Ich denke, das wird schon richtig geil, aber ich würde euch gerne mal noch fragen, habt ihr noch richtig geile, krasse Drohnendesigns für kleine Racing-Drohnen, für kleine Mini-Dinger? Ich weiß, die meisten, die hier zuschauen, haben jetzt wahrscheinlich eher so das Drucken oder Drucker im Kopf, aber vielleicht ist der eine oder andere noch dabei, der mal noch irgendwie so ein bisschen was mit Drohnen oder Racing-Drohnen zu tun hatte oder zu tun hat. Und da würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr mir unten oder noch besser als Privatnachricht oder als E-Mail mir da ein bisschen was schreiben könnt, ein bisschen Designs schicken könnt. Weil ich möchte ja auch nicht so unbedingt alles verraten, was ich mir jetzt hier schon so ausdenke, was ich mir da so austüftel. Das wird mir natürlich super gefallen. Alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, wie der KisteBro mich herausfordert, unten in der Videobeschreibung verlinke ich das nochmal. Seine Herausforderung an mich. Ja, soll ich da sagen, vielen Dank dafür? Ich glaube eher nicht. Macht mir natürlich trotzdem riesen Spaß und ich nehme das natürlich gerne an und mache da das Beste draus.
Auch wenn es heute noch nicht so viel mit den Drucken zu tun hatte, aber da ist schon wieder einiges am Vorbereiten. Wenn es da was Neues zu gibt, lasse ich es euch natürlich wissen. Das soll es trotzdem erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.